Herzlich willkommen bei klar.tv im Studio Heidelberg, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Weltlage der letzten Wochen und Monate hält uns alle in Atem und die Medien berichten tagtäglich über die steigende Spannung zwischen Russland und der USA. Mit dieser Sendung möchten wir Sie einmal mehr zum Nachdenken anregen und uns die Frage stellen, wer eigentlich der wirkliche Aggressor in all dem ist. Zuerst einmal ein Blick in die USA. US-Forscher frohlockten im März diesen Jahres über ihre geglückte Sensation, die gar einen Nobelpreis verdient habe. Sie wolle das Echo des vor über 14 Milliarden Jahren ergangenen Urknalls eingefangen haben. Was für ein Schwachsinn. Dagegen erscheinen ja selbst die Schildbürger noch als Intelligenzbestien. Höchste Zeit für ein Echo ganz anderer Art. Ein Echo, das zumindest einer reflektierenden Wand entspringen kann. Einer Völkerwand, zum Beispiel die terrormüde geworden, die Untaten der Amerikaner reflektiert. Seit über 50 Jahren gilt ja das Sprichwort, alles Schlechte kommt von Amerika. Und so ist es in der Tat. Noch ein klein wenig und wir werden wohl das größte Echo aller Zeiten erleben. Den urigen Knall kriegerischer Vergeltungsschläge, amerikamüder Großmächte infolge deren ohnmächtig aufgestauter Wut. Wie kam diese Wut zustande? Lassen Sie uns nun anschauen, welche Verbrechen unter den beiden US-amerikanischen Präsidenten Bush und Obama verübt wurden und welche Verbrechen im Vergleich dazu von Russland unter der Regierung Putins verübt wurden. Erstens, bombardierte Länder. Unter Bush wurden von den USA Afghanistan und der Irak bombardiert. Unter Obama Afghanistan, Pakistan, Jemen, Libyen, Somalia und der Irak. Unter Putin hingegen hat Russland nicht ein einziges Land bombardiert. Zweitens, offen oder verdeckt gestützte Regierungen. Unter der Regierung von Bush wurden die Regierungen des Irak, Afghanistan, Georgien und der Ukraine gestürzt. Unter Obama wurden die Regierungen in Libyen, Tunesien, Ägypten, Jemen und auch der Ukraine gestürzt. Unter Putin nicht eine einzige gestürzte Regierung. Drittens, getötete Staatsführer. Unter Bush wurde Saddam Hussein, der Staatschef des Irak, getötet. Unter Obama Libyens Staatschef Gaddafi. Unter Putin wurde kein Staatsführer getötet. Viertens, bedrohte Länder. Unter der Regierung Bushs wurden durch die USA Syrien, der Iran, Nordkorea, Somalia, der Libanon und Libyen bedroht. Unter Obama wurden auch Syrien, der Iran und Nordkorea bedroht. Weiter noch Südsudan, der Kongo und die Zentralafrikanische Republik. Russland hat unter der Regierung Putins hingegen nicht ein Land bedroht. Und nun zuletzt in der Aufzählung die Folterlager, die in Betrieb sind. Unter Bush waren Guantanamo und Abu Ghraib in Betrieb. Unter Obama ist immer noch Guantanamo aktiv. Unter Putin ist kein einziges Folterlager in Betrieb. Um das Bild abzurunden, hier noch ein Zitat von Jürgen Totenhöfer, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der CDU. Es ist Mode geworden, Russland und Putin zu dämonisieren, nicht erst seit Kiew oder Sotschi. Westliche Politiker gefallen sich darin, in Macho-Manier vor der Nase Moskaus die Herren der Welt zu spielen. Das ist nicht nur dumm, sondern wie man sieht, auch gefährlich. Jede zündelnde Zockerei muss jetzt aufhören. Wenn Sie diese Sendung zum Nachdenken angeregt hat, behalten Sie es nicht für sich. Helfen Sie mit, diese Fakten in der Bevölkerung zu verbreiten und auch andere zum Nachdenken über die wirklichen Aggressoren anzuregen. Und helfen Sie auch mit, klar.tv zu verbreiten. Wir sind eine Gegenstimme zu den Mainstream-Medien, damit jeder wieder die Chance hat, sich eine eigene Meinung zu bilden. Auf Wiedersehen.